In unserer Stadt gibt es sehr viele interessante Dinge, wie zum Beispiel Wolkenkratzer, Parks, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Autos. Und sogar eine Einschienenbahn, auch Fernseher, Telefone und Audiogeräte. Und ich wohne in dieser Stadt. Genauer gesagt habe ich ein Zimmer in Roys Wohnung. Miranda ist seine Vermieterin. Ich liebe diese Stadt. Zuschauer, willkommen zu den 12 Uhr Nachrichten. Hey Rose, ich habe gut gekocht. Unglaublich, die RUC hat schon wieder eine neue Firma gegründet. Ich frage mich, wie weit die noch expandieren wollen. Hey! Was zum Teufel willst du eigentlich bei uns? Aber Roy, das weißt du doch. Oder habe ich etwa vergessen zu erwähnen, dass ich eine Zeit lang hier wohnen werde? Dem stimme ich nicht zu. Hör mal, unser Versteck ist von der Polizei entdeckt worden. Wir mussten schnellstens flüchten. Meine Brüder und ich waren gezwungen, uns zu trennen. Na und? Du, Rose? Du hattest wohl große Probleme. Ja, ich hatte Probleme in der Tat. Ach, du erzählst einen solchen Schwachsinn. Oh, mein Horoskop für heute ist ja hervorragend. Salty, wie ist deins? Ich weiß leider nicht, wann ich geboren wurde. Schade, nicht wahr? Ah, Leute, die Skorpion sind, haben heute einen ganz schlimmen Tag. Und wann hast du Geburtstag? Wir hören und sehen uns in wenigen Minuten. Gibt's was Schlimmeres? Übrigens, hier ist es schmutzig. Wie oft putzt du eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Stimmt irgendwas nicht? Während der Zeit, in der ich hier wohne, wird hier mehr auf Sauberkeit geachtet. Dieser Zustand ist ja unerträglich. Eine schmutzige Umgebung, solltet ihr wissen, ist extrem ungesund für die Haut. Für wen hältst du dich eigentlich? Wo ist der Kleiderschrank? Kann ich die Dusche benutzen? Ich benutze nur Shampoo, das TTC enthält. Duschgel übrigens auch. Also? Ab jetzt musst du jeden Tag putzen und die Wäsche waschen, aber meine Wäsche darfst du nie zusammen mit der von Roy waschen, hast du verstanden? Oh Mann. Das Frühstück muss genug Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Fetthaltiges und Kalorienbomben sind nicht erlaubt. Ich trinke ausschließlich Rosmarintee. Rosmarintee für Rose. Du sagst ja gar nichts. Egal, Kaffee ist ab sofort verboten. Du darfst auch kein Leitungswasser mehr verwenden. Du musst Mineralwasser kaufen. Verstanden? Hör endlich auf! Damit das klar ist, ich gestatte dir nicht, hier zu wohnen. Hör mal, Roy. Verlier doch nicht immer gleich die Beherrschung. Ich hab mich unter Kontrolle.
Wie wäre es dann, wenn wir darüber abstimmen? Aha. Wer von den Anwesenden stimmt dafür, dass ich ab jetzt hier wohnen darf? Ich! Ich! Ich? Ich stimme doch nur dafür, weil sie nicht mehr nach Hause kann. Das musst du verstehen, Roy. Und es wird auch ganz bestimmt sehr lustig, wenn wir hier mit Rose zusammen wohnen. Oh, das hast du sehr gut erkannt, Salty. Verarsch mich nicht! Ah! Wohin gehst du denn, Roy? Zur Arbeit. Wenn ich zurückkomme, will ich von Rose hier nichts mehr sehen. Ist das klar? Ist das klar? Bekommt er genug Kalzium? Ja, glaub schon. Noch so eine Chaotin ertrage ich nicht. Wie konnte ich mich nur so überrumpeln lassen? Oh, Verzeihung, es tut mir so leid. Es tut mir so wahnsinnig leid. Oh, Verzeihung, Verzeihung. Gibt's was Schlimmeres? Roy, sag mal, stimmt es, dass diese Räuberin Rose Anderson gestern in deiner Wohnung aufgetaucht ist? Ja, woher weißt du das? Sie hat gestern bei uns vorbeigeschaut, um Hallo zu sagen und uns Süßigkeiten mitgebracht. Wüsste gern, was hinter dieser Höflichkeit steckt. Mal probieren. Aber das ist doch bestimmt nicht gut, oder? Wenn eine Räuberin bei einem Hunter wohnt? Ich habe ihr das nicht angeboten. Ach, das wird schon in Ordnung gehen. Ich kann ja sagen, dass du von mir den Auftrag bekommen hast, sie im Auge zu behalten. Sag mal, sie behauptet, dass die Polizei ihr Versteck gefunden hat. Stimmt das? Ja, man kann es sogar im Internet nachlesen. Weiß man, wo ihre Brüder stecken? Die Polizei hat bisher noch keine Spur von ihnen. In diesem Bericht vermutet man, dass sie einen Tipp bekommen haben. Es ist alles umgeräumt. Wir sind jetzt fertig. Gut, vielen Dank. Ist das hier ein böser Traum? Schönen guten Tag, ich habe hier eine Lieferung für Miss Rose Anderson. Ja. Das ist aber das Gesetz. Bin ich hier richtig? Wir müssen doch noch die Schränke. Haben Sie zwei Pizza Vegetarianer? Ja, hier sind sie goldrichtig. Alles bitte hierher.